Offenbarung Kapitel 16, da befinden wir jetzt uns im zweiten Teil der Offenbarung, wie ihr wisst. Der zweite Teil der Offenbarung wiederholt sich. Die Offenbarung geht von Kapitel 1 bis Kapitel 11 und dann ab Kapitel 12 wiederholt sich alles. Natürlich nicht exakt dasselbe, nicht mit genau denselben Worten. Wir erfahren weitere Details. In anderen Worten werden die Ereignisse der letzten Tage ausgedrückt. Und wir befinden uns jetzt als Erinnerung im zweiten Teil der Offenbarung, natürlich mit Offenbarung Kapitel 16. Wir hatten in Offenbarung Kapitel 14 die Entrückung. Nicht wahr? Der Sohn des Menschen kommt auf einer Wolke, er wirft seine Sichel auf die Erde wird abgeerntet, die Entrückung findet statt. Wie wird dieser Tag bezeichnet? Der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen, nicht wahr? Also an einem Tag findet sowohl die Entrückung statt, als auch der Zorn Gottes beginnt. Und dann in Kapitel 15 finden wir ein einleitendes Kapitel zum Zorn Gottes. Der Zorn Gottes beginnt erst wirklich in Kapitel 16, womit wir uns heute beschäftigen. Kapitel 15 ist ein einleitendes Kapitel. Wir finden mehrere dieser einleitenden Kapitel im Buch der Offenbarung, wo einfach Gottes Herrlichkeit gepriesen wird, Gottes Gerechtigkeit. Besonders in Bezug auf Gottes Zorn wird Gottes Gerechtigkeit gepriesen. Dass Gott gerecht und wahrhaftig ist, so zu richten. Der Zorn Gottes wird eingeläutet mit Gesang, mit einem Lied, mit dem Lied Moses. Und das Lied Moses ist ein Lied, das Gottes Gerechtigkeit gegen die Kinder Israels bezeugt. Ein Zeuge gegen die Kinder Israels. Ein Lied der Rache. Ja, ist natürlich das perfekte Lied, um den Zorn Gottes einzuläuten. Damit hatten wir uns letztes Mal beschäftigt in Kapitel 15. Nun, wie gesagt, es wiederholt sich alles ab Kapitel 12. Das heißt, wenn wir in Kapitel 14 die Entrückung hatten, und natürlich vor der Entrückung werden die 144.000 versiegelt und so weiter. Dann Kapitel 15, ein einleitendes Kapitel. Was erwarten wir? Selbstverständlich erwarten wir in Kapitel 16, dass der Zorn Gottes beginnt. Ja, und so ist es auch. Die Offenbarung wiederholt sich. Und das ist mit das wichtigste Prinzip, das du verstehen musst, wenn du dich mit dem Buch der Offenbarung beschäftigst. Und wir werden das jetzt wieder beweisen, Offenbarung Kapitel 16, dass sich die Gerichte decken. Ich werde dann später dazu kommen, die Gerichte, die wir finden in Offenbarung Kapitel 16, sind nicht exakt dieselben wie in Kapitel 8, 9 und dann auch bis Kapitel 11, aber sie gehen Hand in Hand. Lass mich dir kurz als Einleitung vorlesen, Offenbarung Kapitel 15, Vers 5, wenn du einfach eine Seite zurückblätterst in deiner Bibel, Offenbarung Kapitel 15, Vers 5, da heißt es, und nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Also Gottes Zorn wird hier eingeläutet mit dem Lied Moses natürlich zum einen. Und dann sehen wir diese sieben Engel, die herauskommen aus dem Tempel. Sie sind bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen. Nicht irgendwie düster, finster, gruselig, sondern rein, hell, glänzend, herrlich. Warum? Weil Gottes Zorn rein ist, herrlich ist, großartig. Und wir sollten Amen dazu sagen, wenn Gott diese Welt richtet. Und schon heutzutage, wenn Gottes Gerichte stattfinden auf dieser Erde, und sie finden statt, denn die Bibel lehrt, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Das heißt, wenn ein Unglück geschieht in einer Stadt und Menschen sterben dabei, weißt du was? Der Herr war am Wirken. Der Herr wollte diese Stadt richten. Sollten wir dann sagen, Herr, warum hast du das getan? Nein, wir sollten sagen, Amen. Weißt du, eine Flut geschieht irgendwo. Hunderte Häuser werden zerstört, Menschen sterben dabei. Weißt du, es ist traurig, wenn unschuldige Menschen sterben, aber lass mich dir das sagen. Niemand ist so unschuldig, ist unschuldig genug, dass er Gottes Strafe nicht verdient hätte. Und weißt du was, Gottes Gericht ist gerecht. Und wenn ein Unglück geschieht, wenn es schon geschieht, dann sollten wir ganz einfach sagen, Amen. Solange ein Unglück noch nicht geschehen ist, sollten wir Gott darum bitten, dass er den Menschen noch Zeit gibt, umzukehren, dass der Herr gnädig ist, dass er langmütig ist. Genauso hat es Abraham gemacht. Gott hat Abraham angekündigt, dass er Sodom und Gomorra zerstören wird.
Abraham hat den Herrn gebeten, hey, wenn da auch nur 5 Gerechte sind. Ja, so nach dem Motto. Und er ist immer weiter runtergegangen mit der Zahl, nicht wahr? Bevor Gott seinen Zorn ausgegossen hat über Sodom und Gomorra, hat Abraham gebeten, dass der Herr gnädig sein möge. Aber als Gott Sodom und Gomorra zerstört hat, war das dann immer noch ein Grund zu beten, Herr sei gnädig oder warum hast du das getan? Nein, Amen! Gottes Zorn ist heilig, gerecht und wir sollten sagen, Amen zu Gottes Zorn. Wenn Gott heutzutage eine Stadt richtet, ein Land richtet, Unheil über es bringt, Amen. Gottes Zorn ist gerechtfertigt. Erwartungsgemäß beginnt jetzt in Kapitel 16 der Zorn Gottes und da heißt es in Kapitel 16, Vers 1, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den 7 Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Warum die Schale des Zornes Gottes? Nun, eine Schale, stell dir das vor, wie eine Suppenschale, aus der man trinkt, nicht wahr? Oftmals wird auch der Zorn Gottes mit einem Kelch oder mit einem Becher dargestellt. Wir finden dieses Symbol oft in der Offenbarung, aber auch im Rest der Bibel. Beispielsweise hat Jesus nicht gesagt im Garten Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, weil Jesus Christus natürlich den vollen Zorn Gottes abbekommen hat, den Becher von Gottes Zorn trinken musste. Und daher diese Symbolik, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und wir wollen jetzt dasselbe machen wie in den vorherigen Kapiteln, die zweite Hälfte der Offenbarung vergleichen mit der ersten Hälfte. In Offenbarung Kapitel 8 und 9 und dann auch bis in Kapitel 11 sind es 7 Posaunen. Hier sind es 7 Schalen in Offenbarung Kapitel 16. In Offenbarung Kapitel 16 ist der Zorn Gottes in einem Kapitel zusammengefasst. Alle 7 Schalen kommen in einem Kapitel vor. In der ersten Hälfte der Offenbarung haben wir die 7 Posaunen. Hier haben wir die 7 Schalen. Warum Posaunen? Oder in anderen Übersetzungen heißt es Trompeten. Und beides ist übrigens richtig, denn es sind weder Posaunen, an die wir heutzutage denken, noch Trompeten, an die wir heutzutage denken. Beispielsweise eine Trompete aus der Barockzeit hat kaum etwas gemeinsam mit einer heutigen Trompete. Das heißt, wenn wir diese Wörter lesen, heutzutage sollten wir nicht denken an das Instrument von heutzutage, sondern das ist ein Typus von Instrument, ein Typ von Instrument, mit dem Alarm geblasen wird, mit dem zum Kampf geblasen wird. Und daher 7 Posaunen, es wird Alarm geblasen. Ja, Gott macht sich bereit, er macht seine Engel bereit, diese Erde zu richten, Menschen zu töten. Und die Posaunengerichte und die Schalengerichte, sie gehen zwar Hand in Hand, wie ich dir gleich zeigen werde, aber sie sind nicht dieselben. Also die Offenbarung wiederholt sich, aber es ist nicht exakt dasselbe. Aber diese Gerichte, die Posaunengerichte aus dem ersten Teil, die Schalengerichte, mit denen wir uns heute beschäftigen, die finden fast oder teils genau zur selben Zeit statt und gehen Hand in Hand. Lass mich dir das zeigen kurz. In Offenbarung Kapitel 16 bist du, schau dir Vers 3 an, da heißt es, und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und geh du jetzt zurück zu Offenbarung Kapitel 8 und du solltest dir in Offenbarung Kapitel 8 ein Lesezeichen machen unbedingt, weil wir jetzt immer wieder hin und her blättern, mach dir ein Lesezeichen, Offenbarung Kapitel 8. Und halte einen Finger in Offenbarung Kapitel 16. Schau dir jetzt Offenbarung Kapitel 8 an. In Vers 8, da heißt es, und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Was ich hier erstmal dir aufzeigen möchte, ist, dass sich die Posaunengerichte und die Schalengerichte grundsätzlich auf dieselbe Region beziehen. Ja, wir haben gelesen, der zweite Engel, der in die Posaune stößt, sein Gericht bezieht sich auf das Meer. Ein großer, mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen. Was haben wir gesehen bei dem Schalengericht? Der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer. Also diese Gerichte, sie beziehen sich auf dieselbe Region, auch wenn es nicht exakt dieselben Gerichte sind. Sehr ähnlich, aber es gibt natürlich einen deutlichen Unterschied, wie dir hoffentlich schon aufgefallen ist, aber dazu sage ich später mehr. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 16, da heißt es in Vers 2, wir schauen uns jetzt das erste Gericht an. Ich bin gleich zu Beginn auf das zweite Gericht eingegangen, weil es da besonders deutlich wird, dass sich diese Gerichte
decken, in dem Sinne, dass sie sich auf dieselbe Region beziehen, auch wenn es nicht exakt dieselben Gerichte sind. Aber bei dem ersten Gericht ist es nicht so eindeutig. Aber ich wollte dir erstmal dieses Prinzip aufzeigen, dass sich die Posaunengerichte und die Schalengerichte auf dieselbe Region beziehen. Sie gehen Hand in Hand. Das werden wir dann bei den weiteren Gerichten auch noch sehen. Offenbarung Kapitel 16, Vers 2. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Schon das Mahlzeichen des Tieres schützt dich zwar vor dem Zorn des Antichristen, aber weißt du, dann kommt es schlimmer, dann kommt der Zorn Gottes. Es ist besser, Christ zu sein, gerettet zu sein, dann bekommst du das Mahlzeichen des Tieres nicht. Dir wird vielleicht der Kopf abgehackt, aber dann bist du tot und bist im Himmel. Was soll's? Das ist besser, als das Mahlzeichen des Tieres zu haben, vor dem Zorn des Antichristen geschützt zu sein, aber dann den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Weißt du, wenn es hart auf hart kommt, dann ist körperliche Unversehrtheit alles, was zählt für einen Menschen. Typischerweise, wenn nichts bleibt, die körperliche Unversehrtheit, das ist das, woran sich Menschen wirklich klammern. In Hiob 2, Vers 4 sagt der Teufel, und der Teufel ist natürlich der Lügner, der Vater der Lüge, war ein Lügner von Anfang an und so weiter. Aber auch ein Lügner liegt manchmal richtig. In Hiob Kapitel 2, Vers 4 sagt der Satan. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Und das ist eine wahre Aussage. Alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Körperliche Unversehrtheit ist das, was für einen Menschen am allermeisten zählt. Besonders wenn es hart auf hart kommt, nichts bleibt, deine körperliche Unversehrtheit, die willst du nicht verlieren. Aber achte darauf, wie der Zorn Gottes sofort mit einem großen Schlag beginnt. Der Zorn Gottes beginnt gleich bei dem, was uns Menschen am wichtigsten ist, und zwar beim Körper. Die körperliche Unversehrtheit wird sofort angegriffen, nicht wahr? Der Erste ging hin, Offenbarung Kapitel 16, Vers 2, und goss seine Schale aus auf die Erde, achte auf die Region. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sie sein Bild anbeteten. Ein böses und schmerzhaftes Geschwür. Sie wollen sich wahrscheinlich die ganze Zeit kratzen, so wie Hiob. Lass uns das vergleichen mit Offenbarung Kapitel 8. Geh wieder zurück, du hast dein Lesezeichen Offenbarung Kapitel 8, schau dir Vers 7 an. Und der erste Engel stießen die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde, achte auf die Region, auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Nun, diese zwei Gerichte, das Schalengericht und das Posaunengericht, die sind offensichtlich sehr verschieden. Ja. Ich meine, ein böses, schmerzhaftes Geschwür ist etwas komplett anderes im Vergleich zu Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Das ist natürlich etwas anderes. Aber diese Gerichte beziehen sich auf dieselbe Region. Und deswegen hatte ich dir gezeigt, das zweite Gericht gleich zu Beginn, um dir zu zeigen, ist tatsächlich so, diese Gerichte gehen Hand in Hand. Bei dem ersten Gericht ist es noch nicht so eindeutig zu sehen, weil diese Gerichte offensichtlich unterschiedlich sind. Lass uns jetzt Offenbarung Kapitel 16, Vers 3 anschauen. Geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 16. Da heißt es in Vers 3, und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und ich lese dir vor, du musst jetzt nicht unbedingt zurückgehen. Offenbarung Kapitel 8, Vers 8. Das Posaunengericht und der zweite Engel stießen die Posaune und es wurde etwas, schau du dir Vers 3 an, Offenbarung Kapitel 16, und es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen und der dritte Teil, Verzeihung, des Meeres wurde zu Blut. Also es ist offensichtlich fast dasselbe Gericht, es findet fast zu derselben Zeit statt, es ist dieselbe Region. Wir sehen eindeutig, wie diese Gerichte natürlich Hand in Hand gehen. Aber es heißt hier in Offenbarung Kapitel 8 im ersten Teil, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil des Schiffes ging zugrunde. Also, wir sehen hier einen eindeutigen Unterschied. Bei dem Posaunengericht, da ist es ganz einfach das Meer. Das Meer, das zu Blut wird, Verzeihung, bei dem Schalengericht. Ich habe mich versprochen. Bei dem Schalengericht auf Offenbarung Kapitel 16 ist es einfach das Meer, das zu Blut wird. Und alle lebendigen Wesen sterben im Meer. Was ist mit dem Meer gemeint? Es sind ganz einfach alle Meere, alle Ozeane zusammen. Denn Ozeane und Meere sind natürlich nicht klar abgetrennt, sondern es ist ein großes Gewässer. Alle Ozeane und Meere sind miteinander verbunden. Es geht hier nicht um Seen. Okay. Also, der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut. Einfach das ganze Meer zu Blut. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Was ist der Unterschied? Nun, bei dem Posaunengericht
ist es nur der dritte Teil des Meeres, der zu Blut wird. Der dritte Teil der Geschöpfe, die zugrunde gehen und so weiter. Und lass mich darauf eingehen. Weißt du, Menschen sind natürlich von Natur aus hartnäckig. Besonders gottlose Menschen, die keine Buße tun wollen. Sie machen ihren Nacken hart. Sie wollen sich nicht beugen, nicht wahr? Und sie denken sich, hey, wir können das beheben. Ein Drittel des Meeres zu Blut geworden. Bei dem Posaunengericht. Ein Drittel des Meeres. Das ist eine unfassbar, unvorstellbar große Menge von Wasser, das ganz einfach zu Blut geworden ist. Sie denken sich, wir können das beheben. Wir haben schon Ölunglücke behoben. Zum Beispiel können wir denken an Deepwater Horizon, diese Ölbohrplattform, die explodiert ist und wo es einen riesen Ölleck gab. 780.000 Kubikmeter, 780.000 Kubikmeter Öl ins Meer gespült. Und sowas konnte natürlich noch behoben werden. Und wahrscheinlich werden sich gottlose, hartnäckige, böse Menschen denken, wir können das beheben. Ja? Aber was sagt das Gericht der zweiten Schale im Grunde genommen aus? Worum geht es bei dem Gericht der zweiten Schale, ja, wo das ganze Meer zu Blut wird? Nicht nur ein Drittel, sondern das ganze Meer. Was sagt Gott damit aus? Ihr könnt das nicht beheben. Ich werde es verhindern, dass ihr das beheben könnt. Ein Drittel des Meeres, ihr werdet das nicht wieder beheben. Ihr werdet das Blut nicht sammeln und das Meer reinigen. Nein. Sondern ich werde machen, dass das ganze Meer zu Blut wird. Das ist das Gericht der zweiten Schale. Das ganze Meer wird zu Blut. Alle Wesen sterben. Natürlich werden Millionen, buchstäblich Millionen von Menschen ihre Jobs verlieren, weil Millionen von Menschen auf das Meer angewiesen sind, Fischer und so weiter. Das Meer ist ein großer Arbeitsplatz. Und hier sehen wir etwas, was bei den anderen Gerichten sich auch abspielt. Und zwar, dass die Schale, dass das Schalengericht kurz nach dem Posaunengericht kommt. Also diese Gerichte sind fast dieselben, beziehen sich mindestens auf dieselbe Region, auf die Erde, dann auf das Meer, auf die Flüsse, auf die Wasserquellen und so weiter. Diese Gerichte sind aber nicht exakt dieselben und sie finden kurze Zeit nacheinander statt. Ja. Erst die Schale kommt kurz nach der Posaune, denn erst ist es ein Drittel des Meeres. Menschen werden wahrscheinlich es beheben wollen, dass ein Drittel des Meeres zu Blut wurde, aber Gott wird es verhindern und das ganze Meer wird zu Blut. Ich denke, das ist relativ eindeutig, dass hier die Schale, das Schalengericht kurz nach dem Posaunengericht stattfindet. Je nach dem Gericht ist es entweder zur selben Zeit oder leicht versetzt. Okay. Offenbarung Kapitel 16, Vers 4, da heißt es, und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Ein sehr ähnliches Gericht, ja, aber es bezieht sich auf eine andere Region jetzt. Der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Schau, Gott nimmt es nicht auf die leichte Schulter, wenn seinen Heiligen Leid angetan wird. Gott nimmt es nicht auf die leichte Schulter, wenn dir als Christ Leid angetan wird. Weißt du, den gottlosen Menschen, lass gesagt sein, den Feinden des Herrn, lass gesagt sein, viel Spaß dabei, Blut zu trinken. Viel Spaß dabei, Blut zu trinken. Das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Achte darauf, denn sie verdienen es. Weißt du, als Menschen können wir manchmal denken, oh, das ist so extrem, das sind so extreme Gerichte, Gott hasst diesen Menschen offensichtlich. Aber sie verdienen es. Sie verdienen es. Schau, wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst und du durch den Zorn Gottes gehst, du wirst das alles mitmachen. Viel Spaß dabei, Blut zu trinken. Gott sei Dank nimmt der Herr es nicht auf die leichte Schulter, wenn uns Leid angetan wird als Christen. Gott sei Dank rächt der Herr uns. Die Rache gebührt dem Herrn. Und er nimmt es in die Hand, uns zu rächen. Er nimmt es in die Hand, zu vergelten. Wir müssen nicht irgendwie bangen und uns Sorgen machen. Wird Gott Recht schaffen? Gott wird Recht schaffen auf eine extreme Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen könnten.
Weißt du, was das besonders Ekelhafte bei Blut ist? Dass Blut Krankheiten überträgt. Ja. Also sie werden Blut trinken. Ich meine, das ganze Meer wird zu Blut. Dann sogar die Flüsse und die Wasserquellen. Sie werden zu Blut. Ich meine, wir sind auf Quellen angewiesen. Woher kommt wohl unser Trinkwasser? Aus Wasserquellen. Alle Quellen werden zu Blut. Blut überträgt Krankheiten. Wahrscheinlich wird es eine riesige Pandemie geben. Man kann sich so etwas vorstellen, nicht wahr? Aber lass uns das vergleichen. Das dritte Schalengericht, lass uns das vergleichen mit dem dritten Posaunengericht in Offenbarung Kapitel 8. Du hast ein Lesezeichen drin. Geh zurück zu Offenbarung Kapitel 8 in Vers 10, da heißt es: Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Also, ein Stern in der Bibel ist ganz einfach ein Himmelskörper. Es kann ein Meteorit sein, ein Asteroid, was auch immer. Er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Was sehen wir hier wieder? Die Gerichte, sie gehen Hand in Hand. Es sind nicht exakt dieselben Gerichte, aber sie gehen Hand in Hand, finden entweder zur selben oder fast zur selben Zeit statt, beziehen sich auf dieselbe Region, auf die Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut, Offenbarung Kapitel 8, Vers 11. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Also wieder sehen wir, wie bei dem Meer, es ist erstmal der dritte Teil, der betroffen wird. Ja, das Schalengericht kommt wahrscheinlich kurz nach der Posaune. Nur so macht es logischen Sinn. Und ich bin natürlich schon eingegangen auf diese Gerichte in Offenbarung Kapitel 8. Höchstwahrscheinlich findet hier eine nukleare Katastrophe statt, ein Atomreaktor explodiert, was auch immer. Wermut, erstaunlicherweise, ist Tschernobyl, ja, auf, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bilde mir ein auf Ukrainisch, Tschernobyl. Ja, und natürlich denken wir dabei an die große Katastrophe, die Gewässer verseucht hat, die die ganze Region verseucht hat für Jahre. Und diese Region ist immer noch natürlich betroffen davon. Und erstmal ist nur der dritte Teil der Gewässer und der Wasser, der Flüsse, Verzeihung. Und dann kommt aber das Schalengericht und alle Flüsse, alle Wasserquellen werden betroffen. Es ist dieselbe Region, fast zur selben Zeit, aber die Posaune kommt eine kurze Zeit vorher. Das ist wirklich unvorstellbar. Ich meine, alle Wasserquellen, auch sie werden zu Blut. Erstmal sind die Gewässer verseucht, wahrscheinlich atomar verseucht, radioaktiv verseucht, meine ich. Und dann werden sie zu Blut. Man kann natürlich kein Wasser trinken. Ja, das Wasser wird rar auf der Erde. Und schau dir dann Vers 8 an, Offenbarung Kapitel 16, geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 16, schau dir Vers 8 an, was dann passiert. Ja, nachdem alle Wasserquellen zu Blut geworden sind. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Also, das Wasser wird rar, ja, alle Wasserquellen werden zu Blut, und dann gießt der vierte Engel seine Schale aus auf die Sonne. Der Sonne wird gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Lass uns das vergleichen mit Offenbarung Kapitel 8. Geh wieder zurück zu Vers 12. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 8, Vers 12: Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne, also wieder dieselbe Region. Auf dieselbe Region bezieht sich dieses Gericht. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes, der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Diese Gerichte finden ziemlich eindeutig zur selben Zeit statt, würde ich sagen. Denn zum einen, ja, wird der Tag für den dritten Teil seiner Dauer finster, aber wenn dann die Sonne scheint, was macht dann die Sonne? Sie versenkt die Menschen mit großer Hitze. Also diese Gerichte, kann man leicht sehen, wie sie zur selben Zeit stattfinden. Und wieder, es bezieht sich natürlich auf dieselbe Region. Es bezieht sich auf die Himmelskörper, insbesondere auf die Sonne. Der Tag für den dritten Teil seiner Dauer wird kein Licht haben. Unvorstellbar. Und denke nicht irgendwie, ja, dann kann man ja den Lichtschalter anknipsen. Nicht unbedingt. Denn vorher wurde die Erde schon getroffen von Meteoroiden. Und natürlich entstehen dadurch Flutwellen und was weiß ich. Es wird wahrscheinlich nicht einfach so elektrischen Strom geben unbedingt, überall. Wenn dann die Sonne scheint, wird sie die Menschen versengen mit unaussprechlicher Hitze, und sie werden Gott lästern und sie werden nicht Buße tun, um ihm die Ehre zu geben. Schau, an diesem Punkt
haben wir es einfach mit einem Haufen Verworfener zu tun wahrscheinlich. Menschen, die Gott strafen kann, wie er will, sie kehren nicht um. Und Gott ist ganz einfach fertig. Ich versenge euch mit Hitze, ich bringe euch um, ich mache euch fertig und lasse euch hier schon Hölle auf Erden haben, bevor ihr wirklich in die Hölle kommt. Ich meine, das ist extrem. Aber denke daran, denn sie verdienen es. Denke daran, dass die Engel bekleidet sind mit weißem und glänzendem Leinen. Denke daran, dass Gott gerecht ist. Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Schau dir Offenbarung Kapitel 8, Vers 13 an, den nächsten Vers, da heißt es: Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Also, jetzt kommen noch die letzten drei Gerichte und da sagt der Engel: Wehe. Ich meine, wenn das vorher schon schlimm war, ja, die Erde erstmal betroffen, Hagel und Feuer mit Blut vermischt, Menschen werden geschlagen, gleich mit einem furchtbaren Geschwür, körperliche Unversehrtheit sofort angegriffen, das, was Menschen am wichtigsten ist, das Meer zu Blut geworden, alle Flüsse und Wasserquellen zu Blut geworden, die Sonne versenkt sie mit Hitze, dass sie den Herrn lästern, sollen sie weiter versenkt werden, sollen sie sterben, Lästerer. Jetzt wird es noch extremer, falls ich das überhaupt vorstellen kann. Geht zurück zu Offenbarung Kapitel 16, Vers 10, da heißt es, Offenbarung Kapitel 16, Vers 10, und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Was wir hier sehen, und das ist ein wichtiger Punkt, achte darauf, dass der Antichrist immer noch an der Macht ist. Der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, auf den Thron des Antichristen. Ja, dabei geht es nicht um den buchstäblichen Thron, um den Stuhl, sondern man könnte auch Sitz sagen. Was ist ein Thron? Wofür steht ein Thron? Für den Regierungssitz. Ja, also der Antichrist ist hier immer noch an der Macht während des gesamten Zornes Gottes. Und man sollte nicht denken, dass der Antichrist an die Macht kommt zu Beginn der Trübsal. Der Antichrist wird erwähnt zu Beginn der Trübsal. Er wird zu Beginn der Woche, Daniel 70. Woche, einen Bund schließen mit den vielen. Ja, er ist schon am Wirken. Aber der Antichrist kommt nicht wirklich an die Macht. Er wird nicht zum Antichristen bis zum Gräuel der Verwüstung. Wenn er sich dann nämlich wirklich in den Tempel Gottes setzen wird, sich selbst ausgeben wird, dass er Gott sei und so weiter, was wir in den Briefen von Paulus lesen. Und erst dann wird er wirklich zum Antichristen. Vorher ist er einfach ein weltlicher Herrscher. Er wird erst wirklich zum Antichristen, wenn er sich eben an die Stelle von Christus setzt, der anstatt Christus. Und während dieser Zeit findet noch die Trübsal statt. Die große Trübsal beginnt dann mit dem Gräuel der Verwüstung, wo dann wirklich der Antichrist an die Macht kommt. Das heißt, wir werden den Antichristen nur eine kurze Zeit miterleben. Circa 75 Tage. Ja. Erst in der Mitte von Daniel bis dieser Woche ist der Antichrist wirklich an der Macht als der Antichrist. Und er wird den gesamten Zorn Gottes hindurch an der Regierung bleiben. Und das sehen wir hier eindeutig. Das ist ein wichtiger Punkt. Überlies das nicht. Der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Und wir erfahren hier nicht wirklich, wodurch diese Finsternis zustande kommt. Und wir erfahren nicht, woher genau diese Schmerzen kommen. Aber rate mal was, wir erfahren das aus dem ersten Teil der Offenbarung. Geht zurück zu Offenbarung Kapitel 9, denn im ersten Teil der Offenbarung erstreckt sich der Zorn Gottes über mehrere Kapitel. In Offenbarung Kapitel 16 ist der Zorn Gottes etwas knapper zusammengefasst. Geht zurück zu Offenbarung Kapitel 9, da heißt es in Vers 1, und der fünfte Engel stießen die Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Nun, der Stern ist hier in dem Fall tatsächlich kein Himmelskörper, sondern es handelt sich um einen Engel. Wir erfahren dann, dass der Stern Apollyon ist oder auch Abaddon, wie er genannt wird im Hebräischen. Und das ist der Engel des Abgrunds. Und ich bin darauf natürlich schon eingegangen, Offenbarung Kapitel 9, der Schlund des Abgrunds. Was bedeutet das? Das ist so, wie wenn man im Deutschen sagt, zum Beispiel ein Mann der Ehre oder so. Das bedeutet, dass der Mann ehrenwert ist. Also die Ehre beschreibt den Mann, genauso auch hier Schlund des Abgrunds. Der Abgrund beschreibt den Schlund. Also was damit gemeint? Ein abgrundtiefer Schlund. Das ist einfach eine andere ungewöhnliche Ausdrucksweise hier. Schlund des Abgrunds, damit ist gemeint ein abgrundtiefer Schlund. Schlund klingt schon abgrundtief, aber er ist abgrundtief. Ich meine so, dass man ein Riesenloch, das so tief ist, dass man nicht den Boden sehen kann im Grunde genommen.
ist natürlich die Hölle damit gemeint. Abaddon, Apollyon öffnet den Schlund des Abgrunds. Dann heißt es in Vers 2, und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und achte darauf, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Also wieder das fünfte Posaunengericht, fünfte Schalengericht decken sich. Ja. Das Reich des Antichristen wird verfinstert. Wodurch wird es verfinstert? Dadurch, dass der Schlund des Abgrunds geöffnet wird. Ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Einfach tief schwarzer Rauch, buchstäblich aus der Hölle, der einfach alles verfinstert. Und das Reich des Antichristen, es wird komplett verfinstert, es wird unfähig sein, etwas zu tun. Der Antichrist wird unfähig sein, wirklich Entscheidungen zu treffen, wirklich zu regieren. Er ist immer noch streng genommen an der Macht. Er sitzt noch auf seinem Thron. Er ist noch der Antichrist. Er ist noch da. Ja, die Regierung Gottes hat hier noch nicht begonnen. Aber so eine Regierung ist natürlich völlig unfähig, wenn einfach das Reich verfinstert wird und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen, wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Gut so, sollen sie weiter Schmerzen und Geschwüre haben? Sollen sie weiter gequält werden? Weißt du was? Amen zu Gottes Gerichten. Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht gewirkt hat? Jedes Unglück in der Stadt hat der Herr gewirkt. Ein großes Unglück, eine Naturkatastrophe, eine Flutwelle, ein Ungewitter, ein Tornado. Weißt du was? Gott hat es gewirkt. Und er öffnete den Rauch des Schlundes. Das hatten wir schon in Vers 2, Verzeihung. Dann schaute ich Vers 3 und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keine Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen haben. Also, wenn du das Siegel des, wenn du das Malzeichen des Tieres hast, das natürlich kopiert ist von dem Siegel Gottes, ja, dann bist du zwar geschützt vor dem Zorn des Antichristen, aber du wirst den Zorn Gottes abbekommen. Wer sind hier die Menschen als Wiederholung, die das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben? Das sind die 144.000. Und sie sind beschützt vor dem Zorn Gottes. Sie werden den Zorn Gottes hindurch das Evangelium verkündigen. Dann heißt es in Vers 5, Offenbarung Kapitel 9, Vers 5, und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten, also die Heuschrecken, sollten die Menschen 5 Monate lang quälen. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird von ihnen fliehen. Was für eine Aussage. Also jetzt wissen wir, woher die Schmerzen kommen. Das Reich des Antichristen wird verfinstert. Sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Woher kommen diese Schmerzen? Von Heuschrecken aus der Hölle. Offenbarung Kapitel 16, blätter wieder zurück. Ist ein bisschen hin und her hier, aber wir wollen wirklich detailliert uns die Offenbarung anschauen und jedes Detail aufdecken, nichts auslassen. Schau, man muss sich die Zeit nehmen, die Bibel zu studieren. Wenn du Gott liebst, liebe sein Wort, ja, und studiere die Bibel und denk nicht einfach so, ach, das betrifft mich nicht, ist egal. Hey, das ist alles wichtig. Offenbarung Kapitel 16, Vers 10, da heißt es, der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen. Sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Dann heißt es in Vers 12, und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und hier können wir wieder sehr leicht sehen, dass diese Gerichte Hand in Hand gehen. Es ist dieselbe Region. Schau dir Offenbarung Kapitel 9, Vers 13 an. Denk daran, es geht um den großen Strom Euphrat. Wir sollten dieselbe Region sehen in Offenbarung Kapitel 9, Vers 13. Da heißt es, und der sechste Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte. Löse die 4 Engel, die gebunden sind, achte darauf, an dem großen Strom Euphrat. Also es ist logisch, der Euphrat vertrocknet und die Engel, die im Fluss gebunden sind, bis heute, sie werden gelöst. Nur das heißt nicht, dass du unbedingt im Euphrat tauchen gehen könntest und dann findest du auf einmal Engel, die dort gebunden sind. Denn schau, das sind natürlich geistliche Wesen, ja, und
Du wirst sie nicht einfach so finden. Das ist natürlich eine geistliche Angelegenheit, aber das macht es nicht weniger wahr, dass bis heute Engel gebunden sind im großen Strom Euphrat. Und das sind, denke ich, Engel, die uns vorgestellt werden, Cherubim konkret, im ersten Buch der Bibel, in 1. Mose, ich bilde mir ein, entweder Kapitel 3 oder Kapitel 4. Und da kommt natürlich auch der große Strom Euphrat vor, der aus dem Garten Eden fließt. Und es sind vier Engel, die den Weg zu dem Baum des Lebens bewahren sollten. Sie sind gebunden jetzt im großen Strom Euphrat und sie werden losgebunden. Und diese Engel, es heißt in Vers 15, sie standen auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit. Ich meine, Gottes Zorn ist wohl überlegt, ja, tausende Jahre lang überlegt. Gottes Zorn ist nicht einfach aus dem Affekt heraus, einfach impulsiv. Gottes Zorn ist wohl überlegt. Diese Engel, sie stehen schon lange bereit und sie stehen jetzt gerade immer noch bereit, um losgebunden zu werden. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000. Und ich höre ihre Zahl. Also auf einmal taucht ein Reiterheer auf. Es scheint ziemlich unvermittelt zu sein. Man versteht nicht wirklich, wo ist jetzt genau der Zusammenhang im ersten Teil der Offenbarung. Nicht wahr? Aber wir werden es sehen im zweiten Teil der Offenbarung. Es macht Sinn. Also die Engel ziehen zum Krieg aus. Und auf einmal dieses Reiterheer. Gegen wen konkret zieht das Reiterheer? Nun, natürlich wird ein Drittel der Menschen getötet. Aber gegen wen konkret zieht das Reiter her? Lass mich dir das zeigen. Offenbarung Kapitel 16, Vers 13, da heißt es, und ich sah aus dem Maul des Drachen, aus dem Maul des Tieres, aus dem Maul des falschen Propheten, drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zu versammeln, um sie zum Kampf zu versammeln, an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also, daher das Reiter her. Gott bietet sein Heer auf, sein Herr macht er bereit zur letzten großen Schlacht. Und Dämonen, buchstäbliche Dämonen, verführen die Könige der Erde und des ganzen Erdkreises. Gemeint ist einfach, es sind wirklich alle Machthaber der Erde. Ja, natürlich, Könige gibt es auch heutzutage, aber es sind ganz einfach alle Machthaber gemeint. Alle Machthaber der Erde werden versammelt vom Antichristen, vom Teufel, durch dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also jetzt wissen wir, wozu das Reiterheer dient. Um zu kämpfen gegen alle Machthaber der Erde. Und schau, das ist ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie Machthaber der Erde buchstäblich von Dämonen beeinflusst werden. Wie sie buchstäblich von Dämonen beeinflusst werden, gegen den Herrn Krieg zu führen. Weißt du, das ist kein Wunder, wenn Regierungen schon heutzutage buchstäblich unter dem Einfluss des Satans stehen. Oh, Verschwörungstheorie. Schau, das ist natürlich extrem, dass buchstäblich alle Machthaber der Erde versammelt werden von Dämonen. Aber rate mal was, das ist keine Überraschung, wenn heutzutage schon Regierungen unter dem Einfluss des Teufels stehen. Okay. Und wir finden hier ein so eindrückliches Beispiel dafür. Schau, die Regierungen dieser Welt, sie sind gegen Christen, sie sind auf der Seite des Teufels und damit aber auch gegen die gesamte Menschheit. Wenn du auf der Seite des Teufels bist, wenn Regierungen auf der Seite des Teufels sind, dann sind sie gegen die ganze Menschheit. Jemand, der sich gegen Christus richtet, jemand, der sich gegen Christen richtet, richtet sich gegen die ganze Menschheit. Denn was sagt die Bibel? Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie es daran hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Also die Juden, indem sie die Apostel und die Jünger gehindert haben, zu den Heiden zu reden, dadurch standen sie allen Menschen feindlich gegenüber. Sich gegen Christus zu richten, heißt, sich gegen die Menschheit zu richten. Der Satan ist nicht einfach nur gegen Christen, er ist gegen die gesamte Menschheit, aber er verführt die Menschheit zu glauben, dass er auf ihrer Seite sei. Also die Könige der Erde und des ganzen Erdkreises, sie werden von Dämonen versammelt. Aber jetzt achte darauf, schau dir diese Verse an. Es geht um jedes Detail in der Bibel. Jedes Wort Gottes ist wichtig. Deswegen bewahrt Gott alle seine Worte. Nicht nur sein Wort allgemein, sondern auch jedes einzelne Wort ist vom Herrn bewahrt. Das ist das Versprechen der Bibel, dass kein einziges Strichlein verloren gehen soll und so weiter.
Achtet darauf, was hier steht. Wir haben gelesen Offenbarung 14, da sind es, Offenbarung Kapitel 16, Vers 14, Verzeihung. In Vers 14, da heißt es, dass diese dämonischen Geister, sie, die Könige der Erde, zum Kampf versammeln, an jedem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Dann heißt es in Vers 16, achte darauf, und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Also hier findet ein Wechsel von Plural zu Singular statt. Es sind in Vers 14 dämonische Geister, Plural, die Könige versammeln. Jetzt heißt es in Vers 16, und er, Singular, versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Nun, das er, das kann sich nicht auf irgendetwas in Vers 15 beziehen. Das funktioniert nicht. Ja, lass mich dir Vers 15 vorlesen. Da gibt es diesen Einschub. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Da gibt es nicht wirklich etwas, worauf man das er beziehen könnte. Aber in Vers 14 am Ende gibt es ja wohl jemanden, auf den man das er beziehen kann. Und zwar auf Gott. Ja. An jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen, Vers 16, und er, Gott, versammelte sie, die Könige der Erde, an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Er kann sich nur auf Gott in Vers 14 beziehen. Und lass mich dir ein Beispiel dafür geben, ein anderes Beispiel aus der Bibel, denn das scheint erstmal komisch zu sein vielleicht, wenn du das erste Mal liest. Das scheint widersprüchlich zu sein. Du fragst dich, wie kann das sein? Warte mal, dämonische Geister versammeln die Könige der Erde? Und dann versammelt aber auch gleichzeitig Gott die Könige der Erde. Wie passt das zusammen? Aber das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches, wenn du zum Beispiel schon mal 2. Samuel Kapitel 24 gelesen hast und dann dazu das Parallelkapitel in dem ersten Buch Chronik in Kapitel 21. Denn es heißt in Samuel Kapitel 24, dass der Herr David gereizt hat, Israel zu zählen, weil der Herr erbost war und seinen Zorn ausgießen wollte über Israel. Und in 1. Chronik Kapitel 21 lesen wir dann aber, dass der Satan David reizte. Also ist es jetzt der Herr oder der Satan? Schau, hier ist das Ding. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis, okay? Gott ist zu 100% gerecht und Gott lässt aber zu, absichtlich, dass der Teufel sein Unwesen treibt. Stell dir das so vor. Weißt du, der Teufel ist böse, er will Menschen Böses antun, er ist damit nicht im Recht. Aber wenn der Teufel sagt, ich will dem und dem etwas Böses antun, dann kann es manchmal sein, dass Gott sagt, okay, weißt du was, dieser Mensch, der hat es verdient. Ja, natürlich nicht mit diesen Worten, aber so operiert der Herr, dass er den Teufel gewähren lässt. Dass er zulässt, dass der Teufel Menschen Böses antut, weil sie es verdient haben. Und so ist das hier eben, 2. Samuel Kapitel 24, 1. Chronik 21. Der Satan will sowieso Menschen zerstören, der Satan will sowieso sein Unwesen treiben, aber Gott lässt es dann manchmal zu. Er lässt den Satan sein Unwesen treiben, damit Menschen gerichtet werden. Und das ist eine wichtige Lehre, die du verstehen musst, denn Menschen stellen sich diese Frage. Warum gibt es überhaupt noch den Teufel? Gott könnte den Teufel einfach besiegen. Gott könnte den Teufel jetzt schon in den Feuersee werfen. Okay, Gott tut es aber nicht, weil der Teufel einen Zweck erfüllt. Genauso falsche Propheten erfüllen einen Zweck, damit böse Menschen, die sich nicht für die Wahrheit interessieren, die die Lüge lieben, dass sie eine Chance haben, der Lüge zu glauben, damit sie noch mehr gerichtet werden. Und ich denke, dasselbe passiert hier. Dämonische Geister, weißt du, der Teufel, er sendet seine Dämonen aus, weil der Teufel so dumm und hochmütig ist. So hochmütig ist das etwas, was den Teufel kennzeichnet. Stolz, Hochmut. Er ist so hochmütig, dass er denkt, er könnte die Könige der Erde versammeln und Christus und sein Herr besiegen. Völlig bescheuert. Aber Gott lässt das zu. Was die Bibel hier lehrt ist, ja, okay, lass die dämonischen Geister ausgehen. Lass die Könige der Erde versammelt werden. Lass sie ruhig zum Kampf gegen mich ziehen. Und Gott wird sie zerstören. Es ist nicht so, dass Gott nicht will, dass die Könige zur Schlacht versammelt werden, sondern im Grunde genommen, wie ich schon meinte, hey, ihr wollt euch gegen mich auflehnen? Okay, kommt her, ich lasse das zu. Lasst euch beeinflussen von Dämonen, glaubt ruhig dem Teufel, ich werde euch zerstören. Und weißt du was, Gott macht es den Königen der Erde, besonders den Königen vom Aufgang der Sonne, was damit gemeint? Der Orient. Ja, vielleicht warst du schon mal bei einem Döner, der Antalya heißt oder so. Das ist einfach ein Wort für Sonnenaufgang. Ein anderes Wort für Orient. Also sie kommen aus dem Osten, aus dem Orient, diese Könige. Er lässt ihnen sogar den Euphrat vertrocknen, damit sie es leichter haben.
Hey, ich bereite euch den Weg. Kommt ruhig, versammelt euch zur Schlacht und kämpft ruhig gegen Pferde, aus deren Mäulern Rauch und Schwefel kommt. Viel Spaß dabei. Psalm Kapitel 2, Vers 1. Ich lese dir das schnell vor aus Psalm. Aus dem zweiten Psalm, Vers 1, da heißt es: Warum toben die Heiden der Sinne, die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Kommt ruhig zum Kampf. Versammelt euch ruhig. Glaubt ruhig dem Teufel. Lasst euch ruhig von buchstäblichen Dämonen beeinflussen. Und ich werde mein Heer aufbieten und ihr werdet zerstört werden. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Und diese bekannten Verse aus dem zweiten Psalm, sie haben mehrere Anwendungen natürlich. Diese Verse werden zitiert von den Aposteln in der Apostelgeschichte. Aber du musst verstehen, das ist wahrscheinlich das wichtigste Prinzip, wenn es um biblische Prophetie geht, dass biblische Prophezeiung immer mehrere Anwendungen hat. Typischerweise eine duale Anwendung, aber manchmal auch mehr als nur zwei Anwendungen. Das musst du verstehen. Also Psalm 2 erfüllt sich auch in der Offenbarung, wenn eben die Könige der Erde sich auflehnen und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Offenbarung Kapitel 16, da ist es weiter in Vers 17, und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft und es ging eine laute Stimme vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Was ist geschehen? Es ist geschehen. Aber was genau? Geh zurück zum ersten Teil der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Wie gesagt, der Zorn Gottes erstreckt sich über mehrere Kapitel im ersten Teil der Offenbarung. Schau dir das Parallelgericht, das siebte Posaunengericht an in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Da heißt es: Und der siebte Engel stieß in die Posaune, der ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Achte darauf, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was lernen wir daraus, dass bisher die Königreiche der Welt nicht dem Herrn und seinem Christus gehörten, sondern, wie wir das gelesen haben in Offenbarung Kapitel 16, ja, der Engel gießt seine Schale aus auf den Thron des, was? Des Tieres. Also das deckt sich perfekt mit dem, was wir im ersten Teil der Offenbarung lesen. Erst mit dem siebten und letzten Posaunengericht werden die Königreiche der Welt unserem Herrn und seinem Christus zuteil. Das heißt, wer war vorher an der Macht? Wir sehen das in Offenbarung Kapitel 16 klar ausgesprochen. Der Antichrist saß noch auf dem Thron. Schau, diese Welt wird nicht von Gott regiert momentan. Diese Welt wird vom Teufel regiert. Weißt du, wenn in den letzten Tagen die Könige der Erde und des ganzen Erdkreises von Dämonen versammelt werden, dann ist es kein Wunder, wenn jetzt schon Regierungen unter dem Einfluss des Satans stehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich aufzeigen möchte, um dir weiter zu beweisen, dass die Posaunengerichte und die Schalengerichte sich decken. Sie sind nicht exakt dieselben, wie gesagt, aber sie gehen Hand in Hand, finden ungefähr zur gleichen Zeit statt, teils zur selben Zeit. Und es passt auch insofern perfekt zusammen, als dass der Antichrist laut Offenbarung Kapitel 16 immer noch auf dem Thron ist. Und hier sehen wir beim letzten Posaunengericht, dass erst dann die Königreiche der Welt unserem Herrn, seinem Christus, zuteil werden. Eindeutig. Offenbarung Kapitel 16, Vers 10 geht zurück, da heißt es: Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Einfach nochmal, um dir den Vers zu zitieren: Auf den Thron des Tieres, ja, dessen Reich wurde verfinstert, sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Der Antichrist ist auf dem Thron, bis dann endgültig beim letzten Posaunengericht und beim letzten Schalengericht Gott seine Herrschaft antritt. Also, in Offenbarung Kapitel 11, Vers 19, lass uns weitergehen, Offenbarung Kapitel 11, Vers 19, da heißt es: Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein Hagel. So endet das siebte und letzte Posaunengericht in Offenbarung Kapitel 11. Das heißt einfach: Und es geschahen Blitze und Stimmen, Donner und ein Erdbeben und ein Hagel. Und man könnte sich fragen an der Stelle: Warte mal, siebte Posaune, letztes Gericht vom Zorn Gottes, das war's? Aber dazu haben wir den zweiten Teil der Offenbarung, denn wir erfahren da mehr Details, was das für ein Hagel ist. Was das für ein Erdbeben ist, das hier stattfindet. Offenbarung Kapitel 16, Vers 18, geh wieder zurück, da heißt es Vers 18. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben.
Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städte der Heidenvölker fielen. Und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. Und jede Insel entfloh und es waren keine Berge mehr zu finden. Und achte jetzt darauf, und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Weißt du was? Töte sie alle. Ich meine, Amen zu Gottes Zorn. Wenn wir hier immer wieder lesen, wie die Menschen Gott lästern, nicht Buße tun, weißt du was? Preis den Herrn für Gottes Zorn. Dann lese ich das gerne. Ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen, ein Zentner, ca. 50 Kilogramm. Weißt du, Gott ist an dem Punkt angelangt, wo er ganz einfach sich denkt, ich lasse zentnerschwere Steine auf euch herabregnen und ich zertrümmere euch die Schädeldecke. Ich zertrümmere euch die Schädeldecke. Gott ist fertig mit diesen Menschen. Sein Geduldsfaden ist gerissen. Also wir sehen natürlich die siebte Posaune, die siebte Schale, sie decken sich. Was ist geschehen bei der siebten Schale, wo es heißt in Vers 17, der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Was ist geschehen? Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und die siebte Schale, die siebte Posaune ist das größte Gericht, ein unfassbares Erdbeben, das noch nie stattgefunden hat, nie wieder stattfinden wird. Und zentnerschwere Steine, Hagelsteine kommen aus dem Himmel auf die Menschen herab und so weiter. Unvorstellbar, undenkbare Gerichte. Gottes Zorn ist extrem. Und wir denken uns manchmal, das ist so unvorstellbar. Wie kann man das in Worte fassen? Gottes Zorn. Das kann sich kaum vorstellen. Aber weißt du, genauso ist Gottes Liebe. Ich meine, die Bibel sagt, dass sich vielleicht jemand gerade noch so entschließt, für einen Gerechten zu sterben, sagt die Bibel ungefähr. Ja, ich meine, das könnte man sich noch vorstellen. Okay, ich sterbe vielleicht für einen Gerechten. Das kann man sich gerade noch so vorstellen. Aber dann heißt es in Römer Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also genauso wie Gottes Zorn unvorstellbar ist, ist auch Gottes Liebe unvorstellbar. Ich meine, Leute, die Offenbarung ablehnen und die alles schönreden wollen und die nicht akzeptieren wollen, dass die Bibel hauptsächlich ein negatives Buch ist, weil es sehr viel um Gericht geht. So, sie wollen die Liebe betonen, aber was sie nicht verstehen ist, dass sie auch die Liebe Gottes nicht zu 100% ergreifen können. Wir können weder den Zorn Gottes zu 100% ergreifen, die Gerechtigkeit Gottes, als auch die Liebe. Ja. Gottes Liebe ist viel größer, als was wir uns jemals vorstellen könnten. Genauso ist dann auch Gottes Zorn größer, als das, was wir uns jemals vorstellen könnten. Ich meine, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Es gehört beides dazu. Lass uns beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Vater im Himmel, für Offenbarung Kapitel 16. Danke, Herr, für deinen Zorn, Herr. Du bist gerecht und, Herr, ich bitte dich, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Hilf uns immer wieder, deine Gerechtigkeit zu erkennen. Herr, und hilf uns, solange du deinen Zorn noch nicht ausgießt. Natürlich, wir werden das niemals miterleben, Gott sei Dank. Aber solange es für Menschen noch Zeit gibt, solange sie am Leben sind, Herr, solange du sie nicht schlägst, hilf uns, sie zu retten und bitte gib Deutschland Gnade, dass Menschen umkehren, Herr, dass es noch eine Chance gibt. Und Herr, wir danken dir für deine Gerechtigkeit, für deinen heiligen und gerechten Zorn, Herr. Herr, bitte segne doch das Studium deines Wortes, hilf uns mehr und mehr, die Offenbarung zu verstehen und bitte segne das Seelengewinn morgen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.